wunderschönen guten Tag, meine liebe Community. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu meinem Video mit dem Treffen mit Gerald Hörhahn, alias Investment Punk. Diejenigen, die mich schon ein paar Tage verfolgen, wissen ja, dass ich mich mit Gerald getroffen habe oder treffen wollte, weil ich hatte ein Video gemacht, wo ich habe schon zu vielen Leuten was gesagt, zu vielen Leuten meine Meinung gesagt. Die einen sind besser weggekommen, die anderen schlechter. Und ich hatte auch mal ein Video über den Gerald Hörhahn gemacht, wo ich als Person Errol und als Person Anti-Coach meine ehrliche Meinung kundgetan habe. Das hat er sich scheinbar angeschaut und hat mich dann im Anschluss nach Frankfurt eingeladen zu einem Lunch und das habe ich dann angenommen, weil ich wollte ihn mal kennenlernen, ich wollte auch mal sehen, ob die Eindrücke, die ich von ihm hatte, auch soweit richtig waren. Und hier im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen kann, da ist das Bild von uns beiden. Also hat er mich eingeladen in das Restaurant Opera, in der Alten Oper. Und diejenigen, die mich schon länger verfolgen, wissen, ja, das möchte ich klarstellen, ich bin unbestechlich. Ja, nur weil mich einer zum Mittagessen einlädt, dreht das nicht meine Meinung über Personen. Ganz im Gegenteil, wenn ich eine Liste mache mit all den Leuten, die mich bisher, und dafür erstmal vielen Dank an der Stelle, eine Liste machen würde mit Einladungen zum Essen und Kaffee über die gesamte Republik, da könnte ich eine 2-Wochen-Tour durch Deutschland machen. Ich habe auch schon in meiner Zeit als Teammanager, als ich noch Führungsposition hatte, des Öfteren Einladungen von Lieferanten, von Leasinggesellschaften abgelehnt, weil ich mir einfach nicht nachsagen lassen wollte, dass ich da irgendwie durch beeinflusst werde. Das mal an der Stelle, um das klarzustellen. Also alles, was ich sage oder gesagt habe, entspricht meiner tatsächlichen Meinung. Und um das mal klarzustellen. Also wir haben uns da getroffen in dem Restaurant. Ich habe natürlich Gerald als allererstes meine Anti-Coach-Tasse geschenkt, als Gastgeschenk. Weil, dass er auch direkt weiß, in welcher Mission ich da unterwegs bin. Und dann haben wir uns halt locker flockig ausgetauscht. Es waren diverse Themen im Gespräch. Vielleicht, wenn es euch interessiert, auch mal. Also ich musste kein Leitungswasser trinken. Ja. Ganz im Gegenteil. Der Gerald ist tatsächlich, und das nehme ich ihm auch ab, nachdem ich da mit ihm am Tisch gesessen habe, der Gerald ist, was Essen angeht, kein Kostverächter, wirklich nur vom Feinsten. Also ich hatte passenderweise mir dann bestellt ein Original Wiener Schnitzel, ja. Und der Gerald hat Beef bestellt, ja. Also war schon lustig und Getränke gab es en masse. Ich musste kein Leitungswasser trinken und das mal so am Rande für diejenigen, die es interessiert, was wir auch gegessen haben. Gerald hat auch eine Vorspeise bestellt, dann gab es auch noch ein Dessert mit frischen Früchten. Also ich bin da rausgegangen, ich war noch dicker, als ich sowieso schon langsam werde. Also das mal an der Stelle und da muss ich sagen, ich hatte ja schon öfter gesagt, es bringt auch nichts, nachher der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein, ja, wenn Leute da rumgeizen. Also das war schon mal nicht der Fall. Wir haben uns ausgetauscht. Gerald hat mir auch sofort seine Liste von Immobilien gezeigt. Ja? Und das ist ja immer einer der Punkte oder der wesentlichen Punkte, die ich kritisiere. Es gibt ja leider zu viele Bullshit-Coaches da draußen, die selber nichts auf der Naht haben, immobilientechnisch Schrott oder nichts haben an Immobilien oder das, was sie haben, wirft nichts ab und dann aber meinen, euch für Tausende von Euros coachen zu müssen. Das ist ja das, was ich im Wesentlichen kritisiere. Ich habe schon oft genug gesagt, ja, und das ist eine Sache, das könnt ihr euch in all meinen Videos anschauen, also ich erwähne es nicht in jedem Video, aber ihr könnt da 2-3 Monate zurückgehen in meinen Videos, da gibt es das auch. Ich habe schon immer gesagt, es spricht gar nichts gegen Fortbildung, ganz im Gegenteil, Stillstand ist Rückschritt oder Rückstand. Man muss sich natürlich fortbilden, ja? Man muss sich in dem Thema Immobilien fit machen, aber es bleibt da jedem selber überlassen, ob er dafür Geld ausgeben möchte, ja,
und es fertig quasi serviert haben möchte, oder ob man sich kostenlosen Content holt. Und von diesem kostenlosen Content gibt es nach wie vor eine ganze Menge im Internet. Ja? Also da gibt es wirklich eine ganze Menge im Internet, und ihr müsst ja auch eigentlich auch nur, nicht nur, aber wenn ihr unter anderem meine Videos mal verfolgt, meinen Kanal verfolgt, ich habe ja neben der Anti-Coach-Mission auch genug Content, genug Videos, wo wirklich Leute mir geschrieben haben, ey, das sind eigentlich total simple Ideen, aber wir setzen sie um und das ist super, vielen Dank dafür. Also ne, ich will mich jetzt nicht selber loben, ich kriege ja auch nichts dafür finanziell, will ich auch nicht, aber es gibt viel kostenlosen Content. Ich bin jemand, der zahlt, hat bisher noch nie etwas für Coaching bezahlt. Ich habe euch ja gesagt, das einzige Buch, was ich in meinem Leben gelesen habe, und es ist halt nun mal das Buch vom Investment-Punk gewesen. Und der Anti-Coach darf ja auch Leute gut finden, weil ihr glaubt gar nicht, wie viele Nachrichten ich auch bekomme, wo es heißt, okay, Errol, du kritisierst diese Coaches, du kritisierst das, es ist auch nachvollziehbar, aber hast du denn jemanden, wo man hingehen kann? Ja? Dazu komme ich aber gleich noch. Also ich habe nur dieses eine Buch gelesen vom Gerald, ja, das war in 2013 oder sowas, und habe dann festgestellt, dass ich so vieles ähnlich oder identisch mache, dass ich danach nie wieder ein Immobilienbuch in die Hand genommen habe. Und das darf ich auch sagen. Ja, also das Buch war wirklich nicht schlecht. Er hat es mir übrigens mit einer Widmung versehen. Ja, mit einer Widmung versehen. Ich werde dort auch was dazu schreiben, und dann wird das Buch demnächst verlost werden. Auch wieder ohne Hintergedanken, ohne Zusatzkosten, ohne alles. Einfach nur, um jemandem eine Freude zu machen, der vielleicht den Investmentpunk mag und mich mag. Es wird immer Leute geben, die mich nicht mögen oder dich nicht mögen oder den nicht mögen oder den nicht mögen. So, aber kommen wir zurück zum Thema Gerald. Also ich habe diese Liste gesehen, die ist authentisch und die war wirklich beeindruckend, auf jeden Fall. Gerald hat wirklich sehr viele Wohnungen, auch im höherpreisigen Segment. Ja. Also der Gerald ist auf jeden Fall jemand, der das auch selber lebt, umsetzt und auch praktiziert. Und das ist wichtig. Ja. So. Dann hat er mir ein Tool gegeben, dann hat er mir ein Excel-Tool gegeben, direkt am Tisch mir rübergemailt, ein Excel-Tool, mit dem man wunderbar kalkulieren kann, Immobilien im Vorfeld. Ja, das hat mir wirklich, ich gebe es zu, ich habe dieses Tool nur auf dem Handy geguckt. Ich habe bis heute noch keine Zeit gehabt, mir das am Rechner in Ruhe anzuschauen und mal ein Objekt von mir da einzugeben. Aber ich muss sagen, mein erster Eindruck von diesem Tool war wirklich nicht schlecht, weil es auch übersichtlich war. Ja, es gibt ja sehr, sehr viele Tools, die da draußen keuschen und fleuschen, und die sind sehr umfangreich, was auch möglicherweise gut sein mag, aber für jemanden wie mich, der sich selber als Mr. Analog bezeichnet, ja, das heißt nicht, dass ich keine Excel oder sonstigen Kenntnisse habe, aber ich bin halt, was das angeht, eher pragmatisch unterwegs. Ja, ich will so wenig wie möglich einfach nur. Und da hat mir das wirklich gut gefallen. Dieses Tool werde ich mir aber gesondert nochmal anschauen und werde dann euch dazu auch meine Meinung sagen. In Verbindung, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, der Gerald hat mich auch eingeladen und hat gesagt, hör zu, Errol, ich weiß, was du machst, ich kenne deine Mission, ich unterstütze das sogar, weil es ist einfach, der Ruf des Coaches da draußen ist mittlerweile so schlecht durch diese ganzen sogenannten, wie ich sie auch immer genannt habe, Bullshit-Coaches, was er hier auch reingeschrieben hat. Daher sagt er, unterstütze ich das. Und das ist ja genau das, was ich auch sage, wenn jemand also wenn jemand erfolgreich ist mit Immobilien und auch offen zugibt, dass er Kapitalist ist oder dass er Unternehmer ist und dass er Geld damit verdienen will, dann habe ich da überhaupt kein Problem mit, weil ihr kennt auch alle meinen Spruch, wir sind ja nicht die Caritas. Und das ist ja das, wofür ich die Immocation, ja, Jungs, kritisiert habe. Ja, hatte ja mit dem Marco auch persönlich drüber gesprochen. Er hat gesagt, okay, dann vielleicht waren wir da in der Formulierung nicht verständlich genug. Ja, immer diese Sprüche, wir wollen helfen, wir wollen helfen, wir wollen helfen. Nein, ihr wollt Geld verdienen, Leute da draußen. Also ne, unabhängig von dem, wer jetzt dieser Coach oder Bullshit-Coach ist, ihr wollt Geld damit verdienen. Ja, eine hohe Prozentzahl über der 90, ja, verdient ihr wesentliches Geld damit, ja, nichts mit finanzieller Freiheit durch Immobilien und sowas. Ihr habt ein paar Objekte, nur um euch vorzugaukeln, sie wären Immobilienexperten, aber das wesentliche Einkommen ist eben dieses Coachen, ja, wobei sie das nicht mal drauf haben, meiner Meinung nach.
Und dann aber zu sagen, ich will helfen, das ist einfach nicht wahr. Aber wenn dann jemand hingeht und sagt und legt das wie der Gerald auch offen und sagt, hier, schau dir das an, ich habe genug Immobilien, ich brauche eigentlich gar nichts mehr zu machen, aber ich bin Unternehmer und will einfach Geld verdienen, dann sage ich, ist das in Ordnung. Aber nochmal, die Entscheidung, ob ihr lieber kostenlosen Content in Anspruch nehmen wollt oder eben Geld dafür bezahlen wollt, die liegt bei jedem selber. Das ist eigenes Belieben. Wo ich aber eigentlich war, ist, der Gerald hat mich eingeladen und hat gesagt, hör zu, wir haben am 7., am 8. November ein Coaching, also ein Training, Coaching, wie du es auch immer nennen willst, Thema Steuern, Optimierung, Unternehmenssteuern, Unternehmen gründen und sowas, ja. Und hat mich eingeladen, hat gesagt, du kannst daran teilnehmen und danach deine ehrliche Meinung sagen. Das ist kein Programm für Anfänger, ja. Das ist schon ein Programm für etwas Leute, die etwas weiter sind. Und wie gesagt, er sagt, ich bin transparent, komm vorbei, schaust dir an und sag offen und ehrlich deine Meinung dazu. Ja? Ich hätte das sehr, sehr gerne angenommen. Ich bin auch noch nicht sicher, ob ich es annehmen kann. Und zwar aus dem Grund, weil ich am 8. November Geburtstag habe. Und das ist Wochenende, Samstag, Sonntag, 7., 8. November. Das wollte ich eigentlich lieber dann anderweitig verbringen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das schon annehmen kann oder ob ich dann irgendwann später zu einem anderen Programm gehe. Seine Einladung steht. Vielen Dank an der Stelle, lieber Gerald. Und er hat mir auch angeboten, ich könnte auch an einem Online-Seminar teilnehmen. Also, warum? Nicht, um zu sagen, ich will den Errol weich kochen, weil das schafft er nicht. Das sage ich auch offen und ehrlich. Und ich glaube, die Message hat der Gerald auch verstanden. Leute, die mich persönlich kennen, wissen, ich bin authentisch. Wenn ich jemanden mag, dann sage ich es. Und wenn ich jemanden nicht mag, ja, dann kriegt er das zu spüren. Oder ich sage es auch öffentlich. Ja. Wie gesagt, der sagt, kannst du dir anschauen, ich bin transparent. Und dann kannst du deine Meinung öffentlich dazu sagen. Und das finde ich okay. Ja, das finde ich gut, weil es geht ja auch darum, in dieser ganzen Mission als Anti-Coach, wie gesagt, auch mal die Spreu vom Weizen zu trennen. Leider ist wesentlich mehr Spreu als Weizen unterwegs. Und und er stellt sich diesem Ding einfach, obwohl ich ihn noch nicht mal kritisiert habe, sein Coaching, ja, mag auch sein, dass da Programme dabei sind, wo jemand sagt, boah, das ist ja total abgedreht, der Preis, den er da haben will, ja, das wirkt für mich als Außenstehenden auch das ein oder andere Programm erstmal extrem, aber man müsste es sich halt anschauen, ja, ich rechne dem Gerald hoch an, dass er offen und ehrlich sagt, er ist Unternehmer. Er sagt nicht, ich will helfen, helfen, helfen. Ja? Und Gerald hat auch nicht irgendeinen Punkt in seinen Werbungen drin, wo er sagt, dass Leute kündigen sollen. Ja? Ihr kennt alle mein Video zu Immopreneur. Ich zitiere aus www.thomasknetel.de. Da wird ja unter anderem auch gesagt, dass in seinen Kursen, ja, im Anschluss an die Kurse, es sind ja verschiedene Gruppen, kleinere Gruppenkurse, und teilweise wäre die Kündigungsquote bei manchen Gruppen über 60% gewesen. So eine Werbeaussage finde ich unter aller Kanone. So diese Message rauszurufen, ja, egal wer Immobilien macht, das Ziel sollte sein, zu kündigen, ja, und bei uns liegt die Quote teilweise bis zu über 60%. Das ist meiner Meinung nach, das ist meiner persönlichen Meinung nach äußerst fragwürdig und unseriös, und Thomas Knetel hat bis heute keine Stellung dazu genommen, aber eins kann euch da draußen sicher sein, allen Coaches, die ich kritisiere, die überhaupt nicht bereit sind, da irgendwie mal was zu sagen oder einzulenken oder sich selbst zu reflektieren, der Druck auf euch wird immer größer und es werden immer mehr Leute, denen ich die Augen öffne und andere Leute die Augen öffnen. Und dann entsprechend werdet ihr das merken. Also ruht euch nicht so auf eurem hohen Ross aus, das kommt noch. Immocation zum Beispiel, da habe ich auch kritisiert, bei denen auf der Homepage stand ja früher drauf, nach der Masterclass wirst du eine rentable Immobilie besitzen. Ja? Das habe ich auch kritisiert, weil ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass auf einer Homepage steht, wenn du dieses Programm durchführst, wirst du danach eine rentable Immobilie besitzen, weil was bedeutet das? Verkaufst du mir die oder was? Kann ich die dann im Anschluss bei dir kaufen? Aber, und da muss ich sagen, Lob an Immocation, bei allem anderen, wo es vielleicht noch nicht so passt oder nicht optimal ist, ja, aber in dem Punkt hat die Immocation sich selbst reflektiert und hat gesagt, okay, das ist vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert, natürlich
Bist du nach so einer Schulung, also laut deren Meinung und Aussage, fitter und fähiger, eine Immobilie zu erwerben und zu finden? Aber natürlich eine Aussage mit, du wirst die besitzen, ist falsch, ist nicht korrekt, haben sie auch rausgenommen. Ist doch in Ordnung, kann man doch drüber reden. Ja? Das ist doch in Ordnung. Das kommt draußen besser an, wie Leute, die auf ihrem hohen Ross sitzen, ja, und sich überhaupt unantastbar fühlen und einfach denselben Trott weitermachen. Aber da habe ich ja eben was zugesagt. So, genau. Also, wie gesagt, ich werde mir das Programm von Gerald Hörhahn und nicht das komplette, ich kann mir nicht alle Schulungen anschauen, aber ich werde mir ein paar Dinge von ihm detailliert anschauen und im Anschluss werde ich darüber berichten, meine ehrliche unbestechliche Meinung, ja, und im Anschluss wird es auch zu diesem Programm und auch zu diesem Excel-Kalkulationstool meinen Anti-Coach-Stempel geben, ja, und dann könnt ihr für euch entscheiden, was ihr macht oder was ihr nicht macht und ja, dann werden wir mal schauen, wen wir uns dann als nächstes unter die Lupe nehmen. Ich will mal kurz überlegen, ob ich schon irgendwas vergessen habe, was ich sagen wollte. Ah, ist die Tasse nicht schön. Ja, nee, das müsste es bis hier gewesen sein. War ein geiler Nachmittag Mittag mit dem Gerald Hörhahn, muss ich wiederholen. Warum soll ich lügen? War gut, hat mir gefallen, war ein offener, ehrlicher Austausch. Hier und da muss ich ganz genau hinhören, dass ich auch verstehe, was er sagt mit seinem Akzent, ja. Aber ansonsten war es ein cooler Tag und ja, ich freue mich auf einen weiteren Austausch mit ihm. Ja, Leute, aber das Wichtigste habe ich jetzt beinahe vergessen. Deswegen dieser kurze Cut und nochmal dieser Einspieler. Ich habe ja gesagt, ich habe zwei Fragen an Gerald Hörhahn, die ich ihm schon immer stellen wollte, wenn ich ihn mal persönlich treffe. Das eine war, dass ich seine Meinung zu meinem Bestand wissen wollte. Habe ihm ja die Liste gezeigt und er hat es ja dann auch in seiner Story einen Beitrag gemacht. Den werdet ihr wahrscheinlich gesehen haben. Und alle, die ihn nicht gesehen haben, kurz und knapp, er war sehr, sehr positiv überrascht davon, positiv angetan. Aber die viel wichtigere Frage ist, ich habe natürlich mit Gerald auch über das Thema Angestelltenverhältnis und Kündigung gesprochen. Ne? Fast alle Coaches da draußen suggerieren ja einem die finanzielle Freiheit durch Immobilien und werben damit, der eine mehr, der andere weniger, aber am Ende tun sie das alle. Und wenn es auch nur ein Video ist, was sie hochladen von einem vermeintlichen Coaching-Teilnehmer, der dann jetzt gekündigt hat, das ist ja auch Werbung dafür, dass die sagen, durch Immobilien, durch mein Coaching hat der gekündigt. Wie gesagt, ich habe es eben erwähnt, es gibt ja sogar Organisationen, ja, die werben auf ihrer Seite damit, dass in einzelnen Gruppen über 60% der Teilnehmer gekündigt haben. Ich habe Gerald, wie gesagt, nach seiner Meinung gefragt, auch nach seiner Meinung zu meinem Angestelltenverhältnis, habe ihm die entsprechenden Informationen gegeben und der Gerald sagt ganz klar Nein zu übereilten und überhasteten Kündigungen, ganz klares Nein. Ja. Er sagt klipp und klar und er ist am Ende des Tages ist es auch ein Finanzexperte, er sagt, wenn du deinen Job kündigst nach ein paar Objekten, ja, auch wenn es 10 Objekte sind, sorry, dann bist du für die Bank, geht deine Bonität sowas von in den Keller, dann bist du sogar nicht mehr finanzierbar teilweise. Und er rät also dringend davon ab, da irgendwelche Kündigungen voreilig auszusprechen, weil, wie eben gerade erwähnt, du dann bei der Bank erheblich an Bonität verlierst und auch nicht mehr finanzierbar bist. Und das ist auch der Grund dafür, Leute, klarer Menschenverstand, sage ich immer, das ist auch der Grund dafür, warum Coaches da draußen, die behaupten, sie wären vorher Beamte gewesen, die behaupten vorher, sie wären sie bei SAP gewesen, sechsstelliges Jahresgehalt, dies, das, ja, das ist der Grund dafür, warum die dann anfangen, sich in die Selbstständigkeit zu begeben als Coach, ja, denn wenn die diese Einnahmen nicht hätten, dann würden sie wahrscheinlich nicht mal ihre Immobilien halten können, geschweige denn neue Finanzierungen bekommen. Das ist mein Eindruck und diesen hat Gerald Hörhahn eindeutig bestätigt und allein aus diesem Grund hat er schon meine Anerkennung verdient, weil es auch einer ist, der wie ich sagt, man kann mit Immobilien Geld verdienen. Gut, Gerald ist halt noch den Weg, hat er für sich eingeschlagen zu sagen, ich will das auch anderen Leuten gegen Bezahlung, um Geld damit zu verdienen, näher bringen, ja. Nochmal Stichwort Caritas, ich gehe diesen Weg nicht, aber der Gerald Hörhahn ist einer, der klipp und klar, wie gesagt, gegen voreilige Kündigungen ist
Und ich kann nur davor warnen, euch davor warnen, in einen Höhenflug sich zu begeben und eure Jobs zu kündigen nach 3, 4 Immobilien. So richtig, ob deine Immobilien laufen, so richtig merkst du das erst nach 3, 4, 5 Jahren. Das war auch der Grund, warum ich den Vermieters nicht den grünen Stempel gegeben habe. Weil einerseits kann man sagen, toll, in so kurzer Zeit so viel Immobilien und Überschuss aufgebaut zu haben. Aber so richtig die Abrechnung kannst du auch erst nach 3 bis 5 Jahren machen, weil oft auch Immobilien einfach vom Voreigentümer schon mal nochmal gut in Schuss gebracht wurden zum Verkauf. Du kaufst es, denkst, ach, da ist ja nichts dran zu machen, ist ja geil, ja. Aber so richtig, wie gesagt, die Rechnung kommt dann erst später. Und deswegen kann ich nur davor warnen. Und bei mir hat es sich auch bestätigt, dass es gut ist, dass ich meinen Job habe. Und jetzt so nach 10 Jahren, wenn die ersten Zinsfestschreibungen rum sind, dann kann man sich, vielleicht könnt ihr euch ja draußen Gedanken darum machen, was ihr mit eurem Job macht. Meine Meinung kennt ihr. Ich behalte meinen Job, weil er mir Spaß macht. Und ja, das noch als Anmerkung. Das war ja die wesentliche Frage, die ich den Gerald, wie gesagt, stellen wollte. Und habe ihm auch gesagt: Gerald, sag mir bitte deine ehrliche Meinung. Ja. Was er noch angefügt hat, das vielleicht noch abschließend, was er noch angefügt hat, ist, dass er sagt: Natürlich wäre es cool, wenn jemand einen Job hat, der ihm Spaß macht als Angestellter, und er baut sich Immobilienvermögen auf und geht dann mit diesem Job in die Selbstständigkeit. Das heißt, du machst deinen Job, aber dann vielleicht als Selbstständiger, dann auch aus steuerlichen Gründen und so weiter. Ne? Aber auch da sage ich, da müsst ihr wie viele Jahre lang erstmal selbstständig sein, dass euch die Banken dann finanzieren. Also wie gesagt, jetzt habe ich doch noch mal einige Minuten mehr geredet, als ich wollte, aber es ist ja, denke ich, eine wirklich wichtige Information. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Und ich freue mich aufs nächste Video. Macht's gut. Ciao.